Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Talk mit mir. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Hannah, ich rede hier gerne über Themen, über die keiner so richtig spricht und heute haben wir endlich mal wieder eine X-Talk-Folge. Das heißt, ich werde eure Fragen von Instagram und auch von hier, von YouTube beantworten. Deswegen, es lohnt sich natürlich an dieser Stelle immer diesen Kanal zu abonnieren, mich weiter zu verfolgen, damit ihr immer wisst, was so gerade vor sich geht und immer up to date seid. Danke erstmal an der Stelle für diejenigen, die mir schon folgen. Da freue ich mich natürlich riesig drüber. Und ich danke euch natürlich an dieser Stelle auch schon mal für die ganzen Fragen, die eingegangen sind. Und möchte dann hier natürlich die Möglichkeit nutzen, um unsere Reichweite, weil wir sind ja eine Community, hier noch ein bisschen mehr zu pushen. Und deswegen bitte ich euch auch heute wieder, alles zu kommentieren, wo ihr sagt, das findet ihr gut. Ob es jetzt meine wunderschönen neuen Ohrringe sind, die ich für meinen besten Freund zugeschickt bekommen habe, als kleines Präsent aus Bali. Ich zeige es euch gerne auch noch mal ein bisschen näher hier. Oder ob es mein Hängesessel ist, ob es, keine Ahnung, hinten die Blümchen sind. Alles, was ihr seht, dürft ihr gerne grüßen. Ihr könnt natürlich auch Billy grüßen, der da unten in der Sonne in seinem Tippi chillt. Anständig grüßen, damit wir hier als Community weiter wachsen und damit wir hier wichtige Themen weiter besprechen können und ein bisschen zusammen aufklären können. Ist mir persönlich sehr wichtig und ich glaube euch auch. Es kamen nämlich auch wieder viele Fragen rein, die ein bisschen mehr für Aufklärung sorgen werden heute. Ich habe mir die Fragen rausgeschrieben und werde sie jetzt peu à peu mit euch beantworten, mit einem wunderschönen Schmierzettel, wo auch schon ein Kaffeefleck drauf ist, wunderbar. Und geh mal alles durch. Was war das Widerlichste, was ich bei einem Dreh machen musste? Also, gute Frage. Da ich alles selber instruiere, das Drehbuch selber schreibe und mir aussuche, mit wem ich was mache, muss ich sagen, kann ich da jetzt überhaupt nicht sagen, was ich je machen musste, weil wenn ich etwas hätte machen müssen, worauf ich selber keine Lust hätte, dann wäre es so ein klarer Fall von selber schuld gewesen. Aber was war das Widerlichste, wenn ich das jetzt so beschreiben müsste? Kann ich echt nicht sagen, ist voll die schwierige Frage. Fällt mir echt nichts ein. Kann ich nicht sagen, ist echt schwer. Also vielleicht so irgendwie, dass man sagt, oh man, aber das würde ich jetzt nicht als widerlich abstempeln, aber so ein Fall von, man hat Outdoor gedreht und versucht mit einem Feuchttuch halt das meiste wegzunehmen, was noch so da war. Und am Ende hat man dann zu Hause gemerkt, oh, da klebte noch irgendwo was und das dann noch weggemacht. Aber das würde ich jetzt überhaupt nicht als widerlich betiteln. Hast du feste Drehpartner oder werden sie vor jedem Dreh ausgewählt? Das ist eine Frage, die ich ganz einfach beantworten kann. Im Moment ja, feste Drehpartner, weil man einfach eingespielt sein muss. Das ist doch eine Arbeit irgendwie, die damit verbunden ist. Und deswegen, egal ob ich jetzt mit verschiedenen Probandinnen drehe oder mit einem Drehpartner, da muss es natürlich schon ein eingespieltes Team sein, weil es letztendlich natürlich auch Arbeit ist. Da stellen sich ja viele immer ganz einfach vor und auch nur so als Spaß, aber dahinter steckt natürlich auch mehr als das, was im Endprodukt zu sehen ist, wie es natürlich auch bei einem guten Blockbuster ist, dass man dann natürlich darauf achtet, dass alle gut aussehen, dass das Set gut aussieht irgendwie in dem Sinne und wenn es nur ist, man hat Schiedwetter draußen, nicht so wie heute strahlender Sonnenschein, sondern eher schlechte Lichtverhältnisse, dass man was aufstellt zum Ausleuchten und da kann man sich ja natürlich vorstellen, dass das auch ein bisschen Druck ausübt und man in dem Fall dann vielleicht auch ein bisschen unter Druck ist und ja, nicht so frei an die Sache rangehen würde, wie wenn man es tut, wenn ja kein Licht dabei ist. Sextoys. Es gibt Sextoys, die finde ich super. Es gibt Sextoys, wo ich sage, ja, finde ich nicht ganz so cool. Es gibt verschiedene Klitoris-Vibratoren, die ich sehr liebe, ob es jetzt irgendwie Massagestäbe sind oder Satisfier oder Womanizer oder wie sie alle heißen. Oder es gibt natürlich auch also diese klassischen Auflegevibratoren oder es gibt natürlich auch was von innen, was ausfüllt, was ganz nett sein kann, als Partner-Toy auch. Aber was ich überhaupt nicht mag, sind eigentlich so richtig krasse, große Dildos oder sowas, weil das A, nicht besonders ästhetisch ist und B, mich jetzt auch nicht so krass zur Lust verspüren lässt wie ein ästhetisch schönes Toy, muss ich sagen. Aber auf jeden Fall bin ich pro Toy. Also ich finde, egal ob es mit einem selber ist oder in einer Partnerschaft, bringt ein Toy einfach
einen kleinen abwechslungsreichen Kick rein und das ist mal ganz nett. Und ich finde es auch schön, dass für den Mann und für die Frau, dass es da schon so viele verschiedene Toys gibt, wenn man mal zurückdenkt. Früher war das alles nicht so und wir haben da einfach in der heutigen Zeit sehr viele Möglichkeiten, unseren sexuellen Horizont dermaßen auszuweiten. Wie stehe ich zu BDSM bzw. Fesseln? Also, wenn es mit jemandem ist, dem ich vertraue, finde ich das total geil und kann auch ein Kick sein. Aber ich sage wirklich Vertrauen. Ich habe nämlich schon wirklich auch krasse Dinge so mitbekommen. Nicht an mir selber, aber die mir halt, ich sag mal, im Live erzählt wurden, dann, wo ich echt perplex war und gedacht habe, ey, was auch schon voll so ein Schockmoment auch war, wo mir jemand erzählt hat, dass er sich mit einer Dame getroffen hat, so als datemäßig one. Und dann ging es halt zur Sache und er meinte dann so mäßig, ja, ich gebe dir so und so viel Geld und dafür lässt du dich von mir fesseln. Und die Intention dahinter war halt gar nicht, dass es irgendwie so in diese Spielchenrichtung geht, sondern er hat ihr dann irgendwie die Haare kurz geschoren mit einem Rasierer. Und ich war da, also ich war richtig geschockt und dachte so, ey, hast du mir das jetzt gerade wirklich erzählt? Das ist halt voll strafbar, es ist auch Körperverletzung. Deswegen sieht man mal wieder, also wenn man sowas macht, da gehört richtig viel Vertrauen zu, natürlich auch aus Verletzungsrisikosicht her. Also ich finde es auf jeden Fall cool, es bringt auch Abwechslung rein, aber man sollte seinem Partner, was das angeht, halt auch ultimativ vertrauen. Meinung zu Trampling oder Spitting? Ich glaube, darüber habe ich schon mal ein Video gemacht in Bezug auch beim Fußfetisch. Also es geht ja auch in Richtung Fetisch eindeutig und ich finde, also alles kann, nichts muss und ich finde es immer gut, wenn Leute offen zu dem stehen, was sie gut finden und das in ihre Sexualität mit reinbringen. Jugendsünde. Oh. Meine größte Jugendsünde. Ich müsste mal überlegen. Also eins meiner peinlichsten Ereignisse in Bezug auf Sex war definitiv so mit meiner ersten Erfahrung, wo ich dann einen Freund hatte und beziehungsweise, das war so am Anfang, ne, dieses Kennenlernen und man war dann später auch zusammen. Und da hatte ich so meine ersten Erfahrungen gemacht und ich weiß noch, dass es auf jeden Fall dann etwas lauter zur Sache ging. Und ich glaube, die Fenster waren auf und man hat da halt nicht so drüber nachgedacht. Und im Endeffekt kam dann irgendwann meine Mutter hoch und dann war ich so, scheiße, was mache ich? Und habe den Typen halt im Schrank versteckt. Und natürlich wurde er halt gefunden, weil logischerweise war ich halt nicht allein zu Hause, so, wenn da so Geräusche kommen. Ja, das war, glaube ich, somit meine größte Jugendsünde. Da war ich, glaube ich, so 17 oder ja, ich glaube, so 17. Das waren so meine ersten Erfahrungen. Es war mir auch hoch peinlich. Und ja, der Typ musste dann gehen. Schönster Ort beim Sex, den ich jemals hatte. Also ich hatte schon an so vielen verschiedenen Orten Sex, dass ich das gar nicht so sagen kann. Aber ich glaube, es muss einfach dieses Komplettpaket sein. Also viele denken auch immer, ja, am Strand und Sonnenuntergang und voll schön. Aber das kann halt auch total tricky und knifflig sein, wenn du dann da überall Sand in Ritzen hast, wo es nicht hingehört. Finde ich das jetzt auch nicht mehr so schön und entspannt. Deswegen, es kommt, glaube ich, immer so ein bisschen auch drauf an. Es muss nicht immer der perfekte Spot sein, aber da, wo man sich einfach wohlfühlt. Und wenn man dann da sich richtig schön ausgiebig austoben kann, dann ist es, glaube ich, ein schönerer Ort, um Sex zu haben, als jetzt ein Ort, wo man einen Sonnenuntergang genießen würde und vielleicht ein Vino trinken würde oder so. Hat sich jemand das Thema Verhütung gewünscht, Pro und Contra, einzelne Verhütungsmittel, die ich nochmal ansprechen soll. Das ist aber ein sehr umfangreiches Thema, deswegen werde ich das einfach im kommenden Video nochmal behandeln. By the way, kann ich schon mal sagen, ich bin jetzt in Woche 6 oder 7, ich weiß es gar nicht genau, und mein Zyklus funktioniert immer noch nicht wieder, also immer noch keine Periode an der Stelle. Danke, Pille. Reden wir über ein anderes Thema, Secondhand, gebrauchte Slips, also tragen, ne? Kaufen, ja, geiler Fetisch oder nicht so, wo fängt es an eklig zu sein und was ist verpönt? Sprich, gibt es da irgendwo eine Grenze? Also, ich habe ja auch einen kleinen Secondhand-Markt, ja, auf meiner Shop-Seite. Ich kann dazu nur sagen, ich glaube, wenn das einfach so normale Sachen sind, finde ich es überhaupt nicht schlimm, weil das ist, glaube ich, auch normal, dass man wissen möchte, wie derjenige riecht und
sich daraus aus dem Geruch natürlich auch eine Fantasie bildet. Und dann letztendlich, wo sind die Grenzen? Naja, also wenn dann jemand verlangt, man soll das eine Woche tragen oder man soll am besten da noch irgendwie Pipi reinmachen oder sonst irgendwas, ich glaube, dann hört es nachher schon auf und das ist dann ja auch die eigene Grenze, die man selber vielleicht hat, dass man sagt, ja, ich möchte aber auch nicht so rumlaufen. Dementsprechend würde ich das auch nicht vermarkten. Und ich glaube, da muss man sich einfach selber seine Grenzen ziehen. Aber ihr wisst, ich verurteile nichts. Wenn ihr darauf steht, tut es. Ich finde es halt, wie gesagt, nicht schlimm. Also man tut damit niemandem weh. Und wenn man da halt eine Vorliebe für hat, dann kann man die doch ausleben. Wo ist das Problem? Musstest du mal dringend auf Klo oder hast du dir mal in die Hose gemacht oder ins Schwimmbad oder unter der Dusche oder in die Badewanne war dann eine Frage. Das ist auch eine so, ich würde sagen, leicht Fetischfrage, die in die Pipi-Richtung geht. Also unter der Dusche hat, glaube ich, jeder schon mal gemacht. Ist ja auch günstig aus Wasserersparnis halt herausgesehen, dass man nicht noch die Klospülung benutzen muss. Aber ins Schwimmbad nein. Und in die Badewanne würde ich jetzt auch nicht machen, wenn ich dann da noch drin liege. Dann hat das Baden für mich jetzt so keinen Sinn. Aber wie gesagt, das ist auch ein Fetisch. Das ist jetzt, finde ich, auch nicht schlimm. Wenn jemand diesem nachgeht, kann er das auch gerne tun. So, ja, und in die Hose gemacht. Also für so einen Clip schon mal. Aber jetzt nicht, dass ich sage, oh, ich konnte es wirklich jetzt nicht mehr halten und war da irgendwie jetzt inkontinent oder so. Aber ich sage euch ehrlich, ich war schon oft hart dran, wenn ich viel getrunken habe, gerade im Sommer und mal wieder irgendwie auf der A7 im Stau stand. Also unmöglich, so lange dann da zu stehen, man muss. Und ich bin dann auch eher so, ich versuche es auszuschwitzen oder trinke dann auch eher wenig an solchen Tagen, wenn ich weiß, ich muss viel Auto fahren, weil ich immer Angst habe vor dieser Situation, irgendwo im Stau zu stehen. Und du kannst halt einfach nicht, weil da ist keine Abfahrt und du kannst dann da nicht irgendwo hinpullern oder so. Aber ich glaube, ich wäre halt auch, wenn es so krass wäre, bevor ich mir in die Hose machen würde, wäre es mir halt sowas von kackegal. Wenn halt gar nichts mehr geht, würde ich halt einfach aussteigen und instant da auf die Autobahn pullern. Das wäre mir dann auch egal, bevor mir da die Blase platzt. Ja, ist dann halt so. Real Talk. Last but not least, letzte Frage. Wie stehe ich zum Thema Prostata-Massage, also wie finde ich das, wenn mein Partner von mir erwartet, dass ich seine Prostata stimuliere, ob es jetzt mit einem Toy sei, mit einem ja, Strap-on oder mit der Hand. Hat sich jemand gewünscht, finde ich auch, ist eine wirklich gute Frage oder eine gute Message, die rübergebracht wird. Er schrieb dazu nämlich noch, es hat nichts damit zu tun, dass man homosexuell ist und man kann auf andere Wege sehr, sehr gut noch zum Höhepunkt kommen oder dabei unterstützt werden. Also ich habe das selber schon mal gemacht bei Partnern in der Vergangenheit und ich habe damit auch gute Erfahrungen gemacht. Letztendlich gibt es da Stimulationspunkte und ich finde auch, dass das überhaupt nichts mit Homosexualität zu tun hat und dass es auch den sexuellen Horizont sehr, sehr wohl, sehr groß erweitern kann. Und dementsprechend finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn man da mit dem Finger mitarbeitet oder auch ein Toy mal verwendet. Warum denn nicht? So, das waren sie, meine Fragen, alle einmal runtergerattert. Ich danke euch dafür und ja, wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns im nächsten Talk-Video wieder. Bleibt unanständig. Dicken Kuss auf die Nuss. Schreibt mir doch mal in das Video unten rein, wie steht ihr zu dem Thema Prostatastimulation? Habt ihr es schon mal ausprobiert? Würdet ihr es gerne mal ausprobieren? Oder sagt ihr für euch selber, ich traue mich nicht, ist für mich so No-Go oder ist mir auch unangenehm, wenn meine Partnerin oder mein Partner daran muss? Schreibt es mir in die Kommentare und bleibt schön unanständig. Tschüss. So, nicht vergessen, Daumen nach oben.